Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wir hatten beim letzten Mal hier eine heftige Schießerei. Wir müssen hier noch einmal ein bisschen looten. Mittlerweile scheint Sarah aber wieder besser zu gehen. Schocktherapie hilft. Ne, vorhin konnte sie ja nicht mal mehr klettern. Das ist jetzt gar kein Problem mehr. Hier ist natürlich dann überall noch Zeug bestimmt versteckt. Hier ist was versteckt. Huch. Da haben wir was. Mittlerweile sind wir über 100. Wir räumen den alten Palast frei und beginnen bald mit dem Bau einer Stadt am Fuße des Berges. Die Japaner haben hier vor Jahren ein Frachttransportsystem errichtet, das wir instand gesetzt haben. Matthias sagt, wir bauen zu Ehren der Sonnenkönigin, wie bei einem antiken ägyptischen Monument. Aber mir ist klar, was wirklich vorgeht. Matthias schindet Zeit. Das gewaltige Projekt soll alle nur beschäftigen. Trotz der Rituale, der Stürme und der Hinrichtungen werden sie sich irgendwann gegen ihn auflehnen. Und wenn das geschieht, bin ich bereit, das Kommando zu übernehmen. Garantiert. Garantiert. Ach, das ist voll. Okay. Ja, Munition ist... Spannend. Zwei von drei Teile Gewehr. Ach, vielleicht wird das ja noch was. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher. Nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Ja, wir verstecken uns hier eher nicht so. So, da war natürlich jetzt nochmal so eine Mauer. Die könnten wir natürlich durchbrechen. Könnte sich lohnen. Vielleicht aber auch nicht. Waffenmodifizierung verfügbar. Ach so, ja, die... Durch das Bergungsgut. Ich hoffe, das lohnt sich hier, die ganze Munition. Aber irgendwie habe ich gerade nicht so das Gefühl. Ich breche hier alles Mögliche. Hey, Schrotflintmunition, die ich nicht bräuchte, wenn ich die Wände nicht kaputt machen würde. Hm, naja. Das hat sich ja doch nochmal gelohnt hier. So, wo müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir hin. Ach, hier ist auch noch... Ach genau, das können wir doch anzünden. Oder? Ne, können wir irgendwie nicht. Na gut, dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Jetzt haben wir uns ja hier ein bisschen umgeschaut. Den machen wir jetzt nicht kaputt. Machen wir wahrscheinlich hier erstmal wieder irgendwie hoch. Alles klar. So, kurzer Ausblick darüber. Vielleicht haben wir hier oben irgendwas Schönes, Interessantes rumliegen. Sollte man die Fackel eigentlich wieder ausmachen? Hm. Bin ich einmal im Kreis gelaufen. Auch schön. Wo kommen wir denn hin? Warte mal, hier haben wir doch so einen Balken. Da drüben kommen wir hin. Nee, schon... Festmachen.
Genau. Hui. Na, dann haben wir hier nochmal Munition. Ich glaube, grün brauchen wir. Doch, brauchen wir auch. Kann ich mich da auch ans Seil springen? Nee, kann ich natürlich nicht. Also ganz falsch können wir hier schon mal nicht sein. Wenn er da wieder abspeichert, kommen wir da oben ran. Wahrscheinlich müssen wir Kugel schießen. Auch das müssen wir schießen. Ist hier nochmal so ein... Ah. Bumm. Alter, wie viel sind das denn hier? Ist ja unfassbar. Alle? Ah, mit der Tasse kann man auch schießen. Ja, und nu? Würde ich gerne wieder runter? Hallo? 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 Wie komme ich denn jetzt hier nochmal wieder runter? Ach, da! Okay, wenn man da hängt, dass man mit Leertaste auch schießt, ist interessant. Lohnt sich auf jeden Fall, das alles hier einzusammeln. So. 2 von 3, Schrotflinte. Noch eine Opferung. Mein Gott, was treibt sie bloß dazu? Oh, eine große Kiste. 65 Teile. Schön. Yummy. Ach, hier kommen wir dann rein. She will rise again. Schauen wir mal. Ein optionales Grab ist ja immer ein bisschen Zeit. Oh, da geht's wieder runter. Aber da unten ist Zeug. So, wir haben das Gewehr freigeschaltet. Sehr schön. Ein Lager wird es hier gleich geben. Nee, verdammt. So. Und hier wieder runter. Nee, das dreht nicht. Weiß ich nicht. Oh, oh. Naja, gut. Geht auch so. Quelle der Tränen. Oh, wir haben hier einen Kanister. Ja, das machen wir später. Jetzt würde ich sagen, erstmal. Sonnenkönigin. Das hier war einst ein heiliger Ort. Sturmgewehr. Waffe wurden identifizieren. Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Das ist doch schön. 611 Teile hier. Schauen wir doch mal, was wir hier Neues freigeschaltet haben. Rücklaufbremse. Beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Das finde ich gut. Erhöht das Nachladetempo. Ja, dann nehmen wir hier das doch mal. Rücklaufbremse. Doch gut. So. Und dann haben wir jetzt hier wieder so ein Grab mit Kanistern.
Das kann lustig werden. Wir müssen da hoch. Ja, das war klar, dass das nicht funktioniert. Die Frage ist, wo müssen wir Feuer machen? Okay, von da sind... Nein, 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 nicht da durch. Nein, von da sind wir gekommen. Nein, so schnell geben wir nicht auf, Lara. So schnell geben wir nicht auf. Woran ist der festgemacht? An diesem Seil. Da ist auch ein Seil befestigt. Nee, das geht darüber. Okay, das ist unser Rückweg. Da hinten ist wahrscheinlich die Kiste. Also müssen wir irgendwie auf diesen Fahrstuhl rauf. Und das Seil geht, genau, geht hier runter. Kann da unten wahrscheinlich gelöst werden. Das heißt, wir müssen da unten die Kanister hinkriegen. Die Frage ist, wie kriegen wir das Zeug darunter? Ich nehme mal nicht an, dass wir... Ah, noch, warte, wir können die da? Können wir die da runterschmeißen? Nee, das funktioniert nicht. Aber wir können sie werfen. Die Frage ist halt nur... Wohin werfen? Ist irgendwas da? Nee. Okay. Das Ziel ist klar. Die Ausführung noch nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie das hier funktionieren soll. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ich meine, warum kann sie an diesen Brettern nicht hochklettern? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Oder? Ach, da ist Stacheldraht. Okay. Gut, auch da könnte man sagen, wir haben doch schon weit Schlimmeres geschafft. Wir könnten natürlich die Kanister auch auf den Fahrstuhl werfen. Dadurch wird er ja erstmal schwerer. Haha! Man muss ja nicht gleich immer alles kaputt machen, ne? Ja, das sieht doch eigentlich schon relativ vielversprechend aus. Das reicht noch nicht ganz. Wahrscheinlich müssen wir... Oh, ich dachte schon. Wahrscheinlich müssen wir hier alle Kanister benutzen. Da kommen wir nicht hoch. Dann müssen wir den halt hochtragen. Jawohl. Läuft. So, und jetzt müssen wir die hier. Ja, ich schalte den mal dahin, falls wir die noch brauchen. Dass ich die nicht alle hochtragen muss. Dann liegen sie nämlich schon da oben. Und dürfen natürlich jetzt nur nicht ins Feuer fallen. Lara, du bist zu dick. Okay, ich muss ihn erwischen, wenn er hochfährt. Okay, ja, wahrscheinlich müssen wir einmal rumlaufen. Ja. So funktioniert's. So funktioniert's. Selbst als Verehrungsstätten? Tja. Ach, das war schon das Rätsel. Hatte ich irgendwie viel schwieriger in Erinnerung. Aber gut, habe ich natürlich überhaupt nichts gegen. Mal sehen, was wir hier Schönes finden. Das muss ja richtig gut sein. Fähigkeitspunkt. Eine Reliquienkarte. Und das war's. Ja,
okay. Man macht die tatsächlich auch eher der Rätsel wegen. Habe ich so das Gefühl. So, Fähigkeitspunkt. Was machen wir diesmal? Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Sammeln Sie mit Kopfschüssen, Exekutionen, lautlosen Kills zusätzliche EP. Ja, machen wir. Kopfschüsse funktioniert gut. So, Kopfschüsse kann ich. Ah ne, Upgrade. Upgrade. Also ordentlich Punkte scheint es auch noch gegeben zu haben. Wir haben die Schrotflinte noch gar nicht verbessert. Größere Reichweite. Mehr Schaden. Schnellere Taktrate. Weniger Rückstoß. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Ab und zu benutzt man die Schrotflinte ja doch mal. Okay, das war ein schönes Grab. Das letzte war ja auch ein bisschen stressig mit diesem ganzen Wind und dem großen Gepfeife. Aber das hier ist, war schon schön. So. Hier kommen wir auch gut wieder hoch. Perfekt. Müssen wir hier nicht verhungern. Ja, gerade ist aktualisiert. Hatte ich doch schon angeguckt. So. Reichen Sie das Tor unter der Brücke. Dann machen wir uns mal auf zum Tor. Das war ja... Ach, da hinten irgendwie. Okay. Die ganzen Fässer hier, das gefällt mir auch nicht. Ah, da ist das Tor. Perfekt. So schnell kann es gehen. Muss doch wieder nicht sein hier. Ach, die Fässer sind doch schön. Oh, der war sogar mit Schild. Immer drauf da. Wo kommst du denn her? Das ist doch jetzt uncool. Ah. Verdammt. Chance vertan. Oh je. Aua. In die Weichteile. Oh, der nervt. Ja, das wird nichts hier. Das müssen wir nochmal machen. Ja, das müssen wir nochmal machen. Na toll, die Fässer sind weg. Das hat er sich gemerkt. So, aber diesmal nutze ich die Chance. Nicht so wie beim letzten Mal. Habe ich keine Muni mehr? Tatsächlich. Dass ich das nochmal erleben darf. Keine Muni. Unglaublich. Gut, da haben wir wieder welche. Das ist schön, dass sie beide Kisten auch immer gleich automatisch lootet.
Ja, Schrotflinte habe ich nicht benutzt, stimmt. Das sieht auch ein bisschen ungesund aus hier, Kollege. Ja, ich glaube, dann habe ich die soweit alle hier geplündert. Ne, den noch. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen da hin, genau, da, weil da ist ja das Tor. Dann machen wir das Tor halt wieder auf. Na, ich habe doch eh gerückt. Es klemmt. Es klemmt. Endsüdlich. Ach, natürlich, wir haben noch Feuerpfeile. Hätte man auch vorhin das eine Ding anfackeln können, wo ich möglich habe. Wie soll ich das nur anzünden? Natürlich damit. Es ist wieder typisch. Na, dann mal rein. Was grunzt da so? Infiltrieren Sie den Palast. Machen wir. Aber wir gehen jetzt hier noch ganz gemütlich zum Lager. Holen uns hier mal ganz charmant die Ausrüstung. Gucken, was machen wir denn? Sturmgewehr macht halt auch Laune, ne? Höheres Nachladetempo. Pistole haben wir alles. Ach komm, dann nehmen wir das höhere Nachladetempo. Ja, dann haben wir jetzt hier auch soweit alles, was wir hier gerade zumindest haben. Ne, doch nicht. Stimmt gar nicht. Das, den Laufmantel haben wir noch. Hätte man vielleicht doch eher drauf sparen sollen. Naja, egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und das nächste Mal geht's dann Richtung Palast. Bis dahin!